bin ich nicht mehr der sentimentalen Abteil. Jetzt spiele ich einmal ein Liebeslied, wo ich geschrieben habe, für einen, übrigens gekauft, um Gottes Willen, CDs. Ich nehme gerne, also ohne CDs, also wer es nicht hören will, der kann ja einfach eine Spende machen. So, why not? Nein, wo sind sie? So, ich spiele jetzt ein Lied. Ihr habt gesagt, ich spiele jetzt nur, was ich will. Da war ich so verliebt in Wien. Das Lied heißt, das ist das spießigste Lied, was ich in meinem Lebtag wirklich geschrieben habe. Das Lied heißt, nein, ich gehe vorher nicht aufs Klo. Nein, so heißt es nicht. Känguru-Gedanken. Tuk, 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 tuk. Pokémon-artig. Das Lied heißt, das heißt wirklich so, so ein peinliches Lied. Ich spiele es auch sehr ungern. Mir persönlich ist es eigentlich zu spießig, aber der Himmel hat mir das da hinein expediert in die. Gott, war ich verliebt. Der Typ war ungefähr 2 Köpfe kleiner als ich. Der hat geklappert beim Vögeln. Laut. Also. Gott sei Dank war kein Sportler, das wäre dann wirklich zu viel gewesen. Und der war irgendwie, jo, Journalist, Schriftsteller, so die Ecke irgendwie, ja, Bücher geschrieben, den habe ich dann auf die, den habe ich auf Sadomaso gebracht, hat er immer gesagt. Und dann ist er daran letztendlich verendet. Es hat geheißen, also er ist mit 47 oder so ist er, dann, es hieß ein Herzinfarkt. Und der hat, die haben da immer, die binden dann die Geschlechtsteile so ab. Und da muss wohl jemand ein wenig zu fest zugezogen haben und ihn danach am Scheißhaus vergessen. Also Entschuldigung, aber so ist das. Und da hat es einen Pust. Auszeit bis zur Wiederauferstehung. Und in dem war ich so verliebt. Eben, dann schreibe ich über sowas ein Lied, das heißt, bleib immer bei mir, also ich. Ich habe gerne einen Eingangsapplaus. Der fällt mir direkt ins Gesicht. Da werden sie auch faul, da haben wir auf YouTube. Warte auf die Nähe auf den Fremden, weil man nie weiß von einem Kind, nichts erzählt. Wenn's dann da bist, ja da, zitteln mir die Knie. Nix bei mir und langs mei Gesichter. Wir reden über die Farbe von meinen Haaren. Was sagst du leise? Thank you.
muss sie wieder mit dem Wind gehen. Schau in den Sonnen, sonst lass ich alles liegen und mein ganzes Leben stehen. Handschuh aus Igelhaut.